Als der Erste Weltkrieg ausbrach, haben die Menschen in Deutschland gejubelt. Heute würde man fragen, spinnen die? Aber damals war das ganz normal. In Stahlgewittern heißt der autobiografische Roman von Ernst Jünger über seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Jünger war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Offizier, der in diesem Krieg mehrfach verwundet wurde. Das Buch ist kaum auszuhalten, so realistisch werden die ganzen Grausamkeiten geschildert und so erschreckend beiläufig, wie Jünger die Gemetzel wohl auch erlebt hat. Da quellen einem Kameraden die Gedärme aus dem zerschossenen Bauch, da haut's dem Leutnant den Hinterkopf weg. Und dann die Stunden des Wartens, die Langeweile zwischen den Gefechten. Jüngers Generation hatte 1914 bei Kriegsbeginn gerade einmal die Schule beendet und zog mit Begeisterung in den Krieg, die allerdings schnell verschwand. Und obwohl Jünger diesen Krieg nie in Frage gestellt hat, erkennt er doch das Unrecht, das vor allem der Zivilbevölkerung angetan wird. Die Dörfer, die wir auf dem Anmarsch durchschritten, hatten das Aussehen großer Tollhäuser angenommen. Ganze Kompanien stießen und rissen Mauern um oder saßen auf den Dächern und zertrümmerten die Ziegel. Zum ersten Male sah ich hier die planmäßige Zerstörung, der ich später im Leben noch bis zum Überdruss begegnen sollte. Sie ist unheilvoll mit dem ökonomischen Denken unserer Epoche verknüpft, bringt auch dem Zerstörer mehr Schaden als Nutzen und dem Soldaten keine Ehre ein. Der Erste Weltkrieg war auch der erste totale Krieg. Europa in Trümmern, 17 Millionen Tote, Umstürze und Revolution in der Folge, die Urkatastrophe. Die Nazis haben in Stahlgewittern gefeiert als Heldengeschichte. Andere lesen darin ein Antikriegsbuch. Jünger ist vor allem ein intensiver Beobachter, der die Landschaft genauso detailliert beschreibt wie die Gräuel einer Schlacht mit Verletzten und Toten. Wenn Sie die Schrecken des Krieges aus erster Hand kennenlernen wollen, dann kommen Sie um dieses Buch nicht herum.